So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildstar. Wir haben kein Geld mehr, weil wir Hundefutter gekauft haben. Ärgerlich, aber wahr. Okay, Katze hat Hunger. Nein. Zurück. Ja, hat schon, die Wettervorhersage hat schon gesagt, dass es heute etwas windig wird. Heute ist Festivaltag. Bryn ist wieder dran, Sachen zu mixen. Ah, Thinner Syrup. Also heute ist unser ja, Spezialgetränk Thinner Syrup, also dünner Sirup. Und geh sicher, dass du dafür bereit bist, bevor du es testest. Eine sehr dicke und intensive Mischung. Fischöl und Cinderwinger in den Blender und dann misch es mal für 2 Minuten. Gut, viel Spaß mit dem Getränk. Seid nächsten Donnerstag wieder dabei. Ja. Jetzt fehlt uns noch eins. Zwei. Drei, vier. Vier Rezepte fehlen uns. Oh, wir sind unsere Edelsteine losgeworden. Das sind 800. Das ist schön. Happy and healthy. Happy enough, okay. Tools. Sehr gut. Ihr dürft alle raus. Viel Spaß dabei. Es regnet nicht. Ein bisschen Wind tut den Tieren nicht weh. Und Chicken Food. Jo, jetzt müssen wir noch gießen. Flop. Jo. Heute ist natürlich wieder kein Kaufen von Saat möglich. Summer, summer, summer. Da. Das heißt, alles, was jetzt fertig wird, kann ich nicht bepflanzen. Das sind 3 Felder Minimum. Wahrscheinlich eher 5, eher 7. Und ausgerechnet da ist es leer. Oh, doch nur 6. Das ist ja noch ertragbar. Muss jetzt noch mal gucken. Yep, sind nur 6. Ich meine nicht, dass 6 nicht bepflanzte Felder nicht schlimm wären, aber hat heute garantiert zu. Ich wollte mich unbedingt mit Benjamin noch anfreunden. Hier.
Hunter habe ich auch erst 2. Die ganze obere Reihe habe ich erst 2, bis auf ihn. Und ich würde schon fast wetten, dass das daran liegt, dass ich ihm einmal sein Lieblingsessen geschenkt habe. Also für die Quest. Piping Stew hieß ja die Aufgabe. Man muss sich unbedingt dran arbeiten. Heute ist Eventtag, Danny. Heute wirst du garantiert nirgendwo reinkommen. Außer vielleicht in das Event. Und oben ist sogar noch eine Person in der Reihe, die wir noch gar nicht kennen. Okay, aber ich glaube, das haben wir in jeder Reihe, oder? Nein, die untere Reihe dürfte ich jetzt, ich schätze mal, fast komplett durch mindestens drei Schleifchen haben. 3, 3, 4, 2, 1, 3. Also in die Klinik muss ich auch noch ab und zu mal. Einfach zum Hallo sagen. Und wir sind auf dem Fest. Maya? Achso, Maya ist ein Hund wieder. Ist ein guter Hund. Sie ist... Getting up in the years. Also sie kommt langsam in die Jahre. Ich kann nicht zu viel von ihr erwarten. Also ich kann nicht erwarten, dass sie mit den anderen jungen Hunden mithält. Ich liebe es, die ganzen kleinen Hunde Schwanzwedeln zu sehen. Was könnte niedlicher sein? Du? Hunde sind wundervolle Freunde. Einfach aus der Tatsache, dass wir viel mehr mit ihnen teilen, als es uns unterscheidet. Es ist lustig, Quint jeden Tag auf seiner Patrouille zu sehen und ja, Maya ist immer bei ihm. Es wird schwer, dieses Team in einem Rennen zu schlagen. Ich kann nicht anders, als jeden zu respektieren, der sich die Zeit nimmt, einen niedlichen Hund zu trainieren oder einen Hund allgemein. Ich glaube, mir wird das nicht so gefallen. Okay. Also ich glaube, es ist wundervoll, dass wir so ein Fest haben. Extra für unsere Canine Friends. Ich weiß nicht, was Canine heißt. Es ist wichtiger, den Bund zwischen uns zu feiern, als... Achso, den Bund zu feiern, den wir haben, seit die ersten Menschen aufgestanden und gelaufen sind. Schöner Herbsttag fürs Fest. Wenn es zu kalt wäre, bräuchten wir vielleicht einen dicken Fell, eine dicke Felljacke für uns selbst. Ich weiß, dieses Festival ist für
Hunde gedacht, um ein bisschen Training zu bekommen, aber es kann ja nicht schaden, wenn wir ein bisschen Blockball hin und her treten, während wir auf das Rennen warten. Meine Mutter oder Ma ist auch tritt mit unserem fusseligen oder flauschigen Hund beim Rennen bei. Er ist nicht unbedingt ein Wettkämpfer, aber er wird sicher Spaß dabei haben. Hey Tippi, was nennt man? Wie nennt man es, wenn eine Katze ein Hunderennen gewinnt? Catastrophe. Ja. Alex hat an dem Witz seit letztem Jahr gearbeitet. So hört sich das auch an. Ich meine, es ist ein lustiges Wortspiel, es ist nur nicht so richtig lustig. Ich bin noch nicht fertig fürs Rennen. Es ist wichtig, mitfühlend mit den Tieren zu sein, auch wenn wir nicht wirklich oder niemals wirklich wissen, was sie denken. Schöner Tag für ein Festival draußen. Ich bin mir sicher, unsere tierischen Freunde würden zustimmen. Viel Glück dir und Danny beim großen Rennen. Wobei es eigentlich nur wichtig ist, dass die Hunde eine gute Zeit haben. Du und Danny werden teilnehmen, oder? Wir werden euch von der Seitenlinie anfeuern. Ich bin, oder normalerweise bin ich immer besorgt, dass Blum sich vor den anderen Dörflern lächerlich macht. Aber ich glaube, ihn stört es überhaupt nicht. Wuff, wuff, Grund, Knurr, Knurr. Ach, mit dem Hund kann ich nicht reden. Ich kann gar nicht sagen, wer bei diesem Spiel mehr Spaß hat. Der wirkliche Hund oder der falsche? Cherish. Sei nett zu deinem tierischen Freund, solange du die Chance hast. Es ist schwer, einem Tier Goodbye zu sagen. Aber das müssen wir alle eventuell irgendwann mal. Viel Glück dir und Danny. Auch wenn ich mir sicher bin, dass dein kleiner Freund das nicht braucht. Matt Ison. Die einzige Reihe mit vollständiger Besetzung hat halt hier zwei Löcher in der 3-Schleifchen-Reihe und er ist natürlich nie anzutreffen. Deswegen können wir ihr Organic Greens geben. 5 Minuten. Das ist aber bei Vittles. Organic Greens, hier haben wir 25 Stück davon. Es ist immer gesund für deine, es ist immer gut für deine Gesundheit, mehr Grün zu essen. Es kommt ganz hart aufs Grün an. Saure Apfelringe in Grün sind nicht gut. Einfach weil es Zucker und Jelly ist. Okay. Bereit fürs Rennen? Noch nicht. Ich möchte das gerne vorher speichern. Right. Na gut, dann greift eure tierischen Freunde und geht schon mal zur Strecke. Right.
So, da sind wir, Leute. Ah, ich werde euch ein paar Richtungen nennen und ihr vermittelt die dann euren Hunden am anderen Ende der Strecke. Ihr habt nur eine Sekunde, euch das Set an Richtungen einzuprägen. So you all pay close mind. Also seid besser konzentriert, wenn solange ihr die Chance habt. Wenn ihr euch an alles erinnert, kommt es nur noch darauf an, wie gut euer tierischer Freund auf euch hört. Was für ein aufregendes Rennen. To move left or right. Okay. Und wenn es ein Ausrufezeichen ist, Leertaste. Ihr habt so viel Zeit, wie ihr braucht oder wie ihr wollt, um das an Danny zu übermitteln, aber ein Fehler wird euch zurücksetzen. Oh, da haben wir einiges an Zeit. Die erste Ansage von Richtung kommt. Ach so, so sieht das aus. Okay. Ich brauche sogar nur auf die Farben zu achten. Das ist ja nicht unbedingt so richtig schwer, wenn man weiß, wie es aussehen soll. Ja, da hätte ich nochmal springen müssen. Springen, lauf, lauf, springen, springen. Lauf, springen, lauf, zurück, lauf? Den letzten hatte ich nicht mehr geachtet. Springen, lauf, springen, springen, lauf. Da habe ich jetzt natürlich den riesen Vorteil, dass ich theoretisch das aufnehmen könnte und mir einfach jetzt abspielen und... Aber das wäre ja geschummelt. Die anderen lassen einem genug Chance, dass man gar nicht schummeln braucht. Springen, springen, lauf, springen, lauf. Springen, lauf. Das Coole ist, ob man jetzt richtig nach hinten oder nicht drückt, ist völlig egal, man wird sowieso einen zurückgesetzt. Außer natürlich ist es irgendwo in der Mitte. Okay. So, ich habe gerade die Uhr ausgestellt, deswegen. Ein ziemlich eindrucksvoller Bund zwischen euch. Oder ihr alle. Ich glaube, oder ich bemerke, Danny ist... Danny ist ein genauso guter Hund wie jeder Rancher sich das... Oder jeder Bauer. Rancher hört sich netter an. Ja, dass jeder Rancher sich wünschen könnte, seiner wäre so. Oder
Call His Own. Also, dass ihn sich jeder Rancher wünschen würde. Okay, this old? Keine Ahnung. Dogfood Department. Keine Ahnung. Ihr bleibt alle ein bisschen im... oder set you up. Also macht euch bereit für das... Hundefutter-Abteilung oder... ja doch. Ihr verdient es alle. Puppy Crunchy! Kong, also Gratulation dir, Tippy und Danny. Der Bund zwischen dir und Danny ist für uns alle klar zu sehen. Ihr beide seid die perfekten Partner. Achso, ja, jetzt kommen wieder so Sachen wie... sie sagte gerade... eine Verbindung wie, oder eine, doch, Connection ist Verbindung, wie eure beide zeigt, dass ihr viel Zeit zusammen verbracht haben müsst. Zusehen, oder doch, zuzusehen, wie diese Hunde rumrennen und mit dem Schwanz wedeln, hat, macht mich fertig, also positiv. Are there no bounds? Gibt es keine Verbindung mit so viel spielhafter oder spielfreudiger Energie? Wenn du Danny beibringen könntest, ein Lockball rumzuhüpfen, dann hättest du ein... dann wäre der Hund eine Kraft, mit der man in einem Lockball-Feld rechnen müsste. Es sieht aus, als hätten du und Danny wirklich eine sehr besondere Verbindung. Nicht, dass damals der daran jemals gezweifelt wurde. Sehr schönes Rennen. Ich bin wirklich beeindruckt von dir und deinem Little Danny. Hey. Tippy, du stehst im... pass auf, Tippy, du stehst einem wirklich wichtigen Wettbewerb im Weg. Ja. Keine Sorge, unser fälliger kleiner Freund hat diese Niederlage nicht so wirklich hart genommen, wie du vielleicht sehen kannst. Lovely. Sie mit ihrem Lovely. Die Begeisterung deines kleinen Hundes ist wirklich infektiös, also ansteckend. Du bist immer so ein Mitkämpfer oder Wettkämpfer in diesen schnellen Festivals. Oder Wettkampffestivals. Gratulation zu euch beiden. Für euch beide. Ja, dann rennen wir mal ein bisschen. Ich konnte kaum mithalten bei Zachary oder mit Zacharys Rumschreien der ganzen Anleitung oder Anweisung. Was sagt das zu mir verglichen mit einem Hund? Dass du andere Dinge im Kopf hast, dass du es nicht gewohnt bist, dass du vielleicht gerade unaufmerksam warst oder nicht in der besten Form, dass du andere Aufgaben bewältigst als ein Hund. Okay. Das war so amazing. Beeindruckend.
Beeindruckend ist absolut das Falsche für amazing, aber in dem Fall passt es. Es meint dasselbe. Ja, du und Danny sind ein perfektes Tandem. Gute Show, Tippy. Dein Hund hört auf alles, was du sagst. Ich dachte, Quinn und Maya wären vielleicht in der Lage, dich einzuholen, aber du hast ihnen keine Chance gelassen. Sehr beeindruckend. Wenn nur Al so auf mich hören würden, wie die Hunde zu euch Leuten zuhören. Jor? Ich weiß nicht, was Jor ist. Aber irgendwas im Shop würde dann sicher erledigt werden. Das war super, bla bla bla, Konrad gelesen. Also. Wow, Tippy, ich wusste nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals miterlebt habe, dass sich ein Mädchen besser mit ihrem Hund verstanden hat. Das besiegelt es. Wir bekommen einen Hund. Aber das sage ich jedes Jahr zu diesem Festival. Und wir haben immer noch keinen. Was ein guter Hund Danny ist. Ein scheiß Satzbau, aber... Euch beiden dabei zuzusehen, zu arbeiten, war aufregend. Schon wieder. Fantastische Show. Bla bla bla. Auch wenn wir nicht gewonnen haben, Zethria gab Maya crunchy oder knusprige Leckerlis. Ja, am Ende des Rennens. Das war nett von ihm. Ja. Gut, es ist 12 Uhr. Was machen wir mit dem Rest vom Tag? Es ist ja alles geschlossen. Außer die Klinik! Ja, das stimmt natürlich. Außer der Klinik. Ich würde sagen, ich verbringe dann den Rest des Tages wieder in der Mine. Ich weiß, Mine ist immer dasselbe, deswegen... Close to Deva Festival. Oh, Wuddeln. Hier? Hier? Sehr schön. Deswegen, ich cutte das raus. Also, das mache ich jetzt nach der Aufnahme. Das müsst ihr euch nicht mit ansehen, dass ich jeden Tag in der Mine das gleiche mache. Dann würde ich soweit mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder mehr Geld haben. Bis dahin. Tschüss.